Und herzlich willkommen hier bei Löwenherz-Lernement. Ja, ich begrüße all meine Abonnenten und auch alle natürlich, die diesen Kanal jetzt neu für sich entdeckt haben, ganz herzlich. Und ich habe mir überlegt, heute mal wieder auf euren Wunschpartner zu legen. Und zwar möchte ich diesmal eine andere Form der Legung machen, sondern ich nehme eine ganz klassische Form, die ihr wahrscheinlich auch kennt, und zwar das keltische Kreuz. Ich werde jetzt hier die Karten mischen und sie fallen lassen. Es wird dann vielleicht alles etwas länger dauern, aber ich habe gedacht, ich mache das hier mal so zwischendurch für euch. Genau, ja, lasst euch mal überraschen, wie die Legung so wird. Ich werde jetzt erstmal mischen, lasse die Karten alle herausfallen. Dann beginne ich mit der Deutung und dann nehme ich auch noch Tarotkarten zur Klärung mit dazu. Alles klar. Es geht los. Universum, bitte gib mir doch Antwort auf die Situation, wie sie gerade zwischen dem Fragesteller und dem Wunschpartner ist. Wie ist die gegenwärtige Situation des Fragestellers in Bezug auf den Wunschpartner? Eine und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier platzmäßig hinkomme. Das ist jetzt die gegenwärtige Situation. Als nächstes ziehe ich, was dir bewusst ist. Da ist ja auch schon eine reingefallen. Rausgefallen, Entschuldigung. Jetzt kommt, was dir nicht bewusst ist, was aber trotzdem im Hintergrund läuft. Das Universum, bitte eine Karte für das Unbewusste des Fragestellers. Was ist dem Fragesteller nicht bewusst? So, als nächstes nehmen wir die Vergangenheit an dieser Position hier. Ich habe meinen Stab eben holen. Genau an dieser Position. Oh, dass sie dies rausgesprungen, deswegen nehmen wir sie. Als nächstes nehmen wir hier an dieser Position was in der kurzfristigen Zukunft passieren wird. Ich werde die Karten mal doch etwas, weil ich hier sonst keinen Platz habe. Universum, bitte, was wird in der kurzfristigen Zukunft in Bezug auf den Wunschpartner passieren? Okay, da sind zwei gefallen, die nehmen wir auch. Ich muss das mal, damit ich hier noch eine Reihe habe. So, dann komme ich zu dieser Position hier unten. Da legen wir hin, wie du die Sache siehst. Wie schätzt du diese ganze Angelegenheit in Bezug auf deinen Wunschpartner ein? Universum, gib mir bitte eine Karte für den Fragesteller. Wie schätzt dieser diese ganze Situation ein in Bezug auf den Wunschpartner? Das sind jetzt zu viele. Vielleicht bist du auch ganz verwirrt, deswegen fallen hier so viele Karten heraus. Wie schätzt du der Fragesteller die Situation ein? Bitte Universum, eine Karte für den... Okay. So, jetzt muss ich... Irgendwie habe ich platzmäßig. Dann müssen wir mal alles so. Ich lege das dann, schiebe das dann wieder so hin, wenn ich die Deutung gehe. Aber nur, dass sie die jetzt erstmal so sieht. Sorry. So, jetzt als nächstes haben wir, ja, welche Einflüsse oder das Umfeld, genau, welche Einflüsse habt ihr von außen? So, danke. Universum, jetzt eine Karte für die Befürchtungen und Erwartungen. Was sind die Erwartungen und Befürchtungen? So, und als letzte Karte, wie geht denn die ganze Sache aus zwischen dem Fragesteller und dem Wunschpartner? Universum, bitte eine Karte zum Ausgang dieser Situation. Bitte eine Karte zum Ausgang dieser Situation. Alles klar, ich lasse die erstmal verdeckt. So, vielleicht habt ihr sie auch noch nicht gar nicht so richtig mitgekriegt. So, dann lege ich sie erstmal so hin, dass wir hier
So, dann werde ich jetzt mal wie immer die Klangschale hier einmal anschlagen. Ihr könnt euch hier ein bisschen einschwingen auf dieses Blatt, eure Fragen, die ihr beantwortet haben möchtet, so ein bisschen hineinspüren und dann gehe ich gleich hier für euch in die Deutung. So, was herrscht denn euch? Was ist das Grundthema? Da haben wir einmal hier in die Mitte. Ich werde das mal hier etwas, damit ich euch die Karten auch richtig zeigen kann hier. Sind einmal gefallen die Eulen und die Mäuse. Ja, also die gegenwärtige Situation, um was es bei euch geht. Ich zeige sie mal hoch. Ja, es ist sehr stressig, es ist aufregend. Hier ist jemand, hat große, oder was heißt große, hat Ängste, hat Zweifel, ist gestresst. Also zwischen euch, die aktuelle Lage ist tatsächlich nicht harmonisch, sondern eher sehr zweifelhaft, sehr stressig. Müsst ihr einmal sehen, ob ihr überhaupt Kontakt habt oder nicht. Auf jeden Fall ist die Situation, wie ihr miteinander umgeht, doch sehr, ja, von Ängsten, Zweifeln und Stress im Moment auf jeden Fall bestimmt. Also das ist die gegenwärtige Situation, wie sie jetzt herrscht. Was geht dir denn durch den Kopf? Also was ist dir bewusst? Ich habe ja, was ist dir bewusst? Da ist gefallen der Park. Also der Park steht ja fürs Öffnen, also hier muss sich jemand öffnen. Das ist dir oder deinem Gegenüber ganz klar. Also das ist euch vielleicht auch beiden bewusst. Es geht hier darum, dass einer die Mauern einreißt und offen über Dinge wahrscheinlich auch reden müsst. Auf jeden Fall, dass man sich da öffnet und offen man aufeinander zugeht. Dass man hier diese gegenwärtige Situation, die doch belastend ist, wahrscheinlich für beide, dass man da, dass man das wieder hinbekommt, das ist euch beiden völlig klar. Also hier muss sich jemand öffnen und hier muss man sich vielleicht auch mal treffen. Der Park steht ja auch in der Öffentlichkeit, sich zu treffen, dass man sich da, dass man darüber mal redet. Ich werde gleich eine Klärung zu der bewussten Situation hier mal klären, was das jetzt heißt, was euch jetzt bewusst ist. Bitte eine Klärung zu der Bewusstseinsebene, das ist mir zu viel. So, die nehmen wir. Die ist rausgefallen als erstes. Das ist der Mond, ja. Der Mond steht für Gefühle, steht aber auch für die Geheimnisse. Also hier ist einer von euch, der mit etwas hinterm Berg hält. Also die ganze Sache ist undurchsichtig. Das kommt hier ganz klar für mich rein. Und das bringt auch diese, ja, deswegen ist das auch so zwischen euch, dass einer hier ängstlich ist oder viele Zweifel hat und dadurch auch wirklich im Stress ist, weil hier zu viele Geheimnisse sind. Hier wird nicht oft miteinander kommuniziert. Hier hält einer irgendwas hinter dem Berg. Und das belastet die Situation sehr. Und das ist dir auf jeden Fall bewusst, dass sich hier jemand öffnen muss, damit nicht diese Geheimnisse so in dem Raum sind. Und ja, wenn man nicht weiß, was los ist, dann macht man sich natürlich auch Sorgen und zweifelt und man weiß ja gar nicht, woran man ist. Und hier geht es um ein Geheimnis. Einer von euch, ich nehme an, das ist dein Gegenüber, der ist nicht offen und ehrlich und das führt dazu, dass du da sehr im Zweifel bist, natürlich. So, ich habe jetzt natürlich hier, habt ihr ja gesehen, einmal die Wolken sind gefallen für die unbewusste Ebene. Ja, was ist dir denn nicht bewusst oder was läuft unterbewusst ab? Wir wissen ja alle, dass Unterbewusstsein bestimmt eigentlich unser Handeln. Zu 90% ist das, glaube ich, oder sogar noch mehr.
Das sind alte Blockaden, das sind irgendwelche Erfahrungen, die man gemacht hat, die Programme, die in einem laufen und die einen so steuern. Und was ist dir nicht bewusst? Ja, hier geht es um die Sorgen, um die Gedanken. Ich kann mir das so vorstellen, es ist dir nicht bewusst. Du machst dir Sorgen, du zweifelst. Aber dadurch änderst du nicht die Situation. Wenn hier auch dein Gegenüber hier so geheimnisvoll ist oder nicht offen spielt, also es ist, man spiegelt sich ja immer und dann machst du dir noch mehr Sorgen und der andere blockt noch mehr ab. Und ich denke mal, das ist so, was unterbewusst in dir auch schlummert, dass du irgendwie nicht so gestärkt bist, dass du sagst, ja, okay, wenn dieser Mensch mir jetzt hier nicht das sagt, oder Geheimnisse hat, dann gehe ich ganz anders davor um. Das ist sein Problem. Mein Problem ist das nicht. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, was ich fühle. Ich kann da ganz offen mit umgehen und mach mir deshalb keine Sorgen, sondern lass die Dinge einfach mal so laufen. Und unterbewusst ist es ja oft so, das sind ja alles die Energien, die man nicht sieht, aber die man fühlt. Ja, dass dein Gegenüber sich denn da auch vielleicht mehr öffnen kann, wenn er das denn auch möchte. Man weiß ja nicht, um was es hier geht, ne? Also wir können ja hier nur sehen, dass hier jemand ja, mit etwas hinterm Berg hält. Also unterbewusst läuft ein Programm, denke ich, bei dir ab, wo du vielleicht auch schon gebrandmarkt bist und denkst, okay, der sagt mir nichts, da muss irgendwas laufen und deswegen hast du diese Zweifel. Und deswegen läuft so ein Programm ab. Wir werden auch hier eine Klärungskarte zu nehmen. Das machen wir jetzt mal zu den Unterbewussten. Bitte eine Klärungskarte für das Unterbewusste. Was ist hier nicht bewusst in dieser Situation? Bitte eine Karte. Ja, hier haben wir zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe ist Feuer. Ihr seht hier, ja, also ich kann die Karte jetzt, es kommt sofort so rein, dass man da doch etwas denkt, ja, kann ich diesen anderen überhaupt hier halten? Ihr seht hier den Mann mit einem roten Cape, also voller leidenschaftlich, hat er eine Weltkugel in die Hand und guckt aufs Meer und Stäbe stehen ja immer für Feuer, für Leidenschaft und für die Neugier, für die Kreativität. Übrigens, Löwe, Widder, Schütze sind die Feuerzeichen und der Mond, Entschuldigung, ist Krebs, falls ihr danach schaut. Dass man unterbewusst, glaube ich, wirklich so, nämlich das hier wahr, Angst hat, dass der andere sich für was anderes auch interessiert. Also dieser Mensch ist ja neugierig auf die Welt, was passiert da noch? Möchte sie vielleicht auch nicht so festbinden, weil ja, es gibt so viele schöne Dinge und ich denke mal, dein Gegenüber möchte vielleicht auch gar nicht darüber reden. Das heißt nicht, dass der jemand anders hat, dass er nur eben sich hier nicht so festlegen lassen möchte. So würde ich das jetzt so deuten, weil ja, das ist so diese Karte, diese Welt entdecken, dass man erwartungsvoll ist, was noch passieren könnte im Leben, dass man sich da vielleicht hier nicht so festlegen lassen möchte. Das sind, denke ich mal, im Unterbewusstsein eben deine Befürchtungen auf dein Gegenüber. So, jetzt werde ich einmal. Vergangenheit, jo, da haben wir die Sterne. Das ist ja eine der wunderbarsten Karten. Steht für die Klarheit, steht für mich, sehe ich jetzt mal als Wunscherfüllung. Die Sterne, Sternzeichen, Wassermann übrigens, falls ihr danach schaut. Ja, die Sterne, die Wunscherfüllung. In der Vergangenheit war das wahrscheinlich tatsächlich euer Wunschpartner. Diese absolute Erfüllung habt ihr da erlebt. In der Vergangenheit, dann ist irgendwas passiert, dann ist vielleicht, dass dein Unterbewusstsein so, nicht, dass du da was für kannst, aber es gibt so Programme, die laufen unterbewusst ab, dass so ein Hin- und Herschaukeln ist und der andere sagt immer weniger. Kann ja auch sein, dass es jetzt umgekehrt ist. Ich nehme an, dass
du dies hier bist und dein Gegenüber ist doch jemand ist, der so, na, halt Geheimnisse hat, nicht offen ist. Und ja, ganz klar musst du, denn wenn dein Gegenüber sich nicht öffnet, musst du bestimmen und sagen, ich möchte darüber reden und nicht nur eine Mangelenergie verfallen, sondern aus der Fülle heraus. Du weißt, du machst dir Sorgen, es tut dir nicht gut, du möchtest halt Klartext. Ja, so jetzt haben wir, ich denke mal, für die Vergangenheit lege ich jetzt keine Klärungskarte mehr, weil ja, Wunscherfüllung ist irgendwie alles gesagt und ich denke auch immer, was vergangen ist, ist vergangen. Interessant wird es, was jetzt ist und was dann kommt. Hier haben wir die nahe Zukunft. Das ist doch schon mal brillant. Da sind zwei Karten gefallen. Einmal die Sonne und einmal die Wege. Also kurzfristig wird es hier zu einer sehr guten Entscheidung kommen. Also die Wege stehen ja immer für die Entscheidung. Und hier wird sich jemand entscheiden. Und diese Entscheidung ist absolut positiv. Also die Sonne ist die höchste Karte mit im Lenormand oder die höchste sogar. Also die per se, hier wird eine brillante Entscheidung getroffen. Eine sehr, sehr erfüllende Entscheidung. Mag jetzt auch sein, dass das jetzt im Sommer noch ist. Wir schauen ja auch kurzfristig, haben wir ja hier an dieser Stelle gefragt. Und das passt ja auch, dass das, weil es ist auch hier die Löwekarte, ja auch Sonne, dass das jetzt hier im August, Ende Juli, August tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Entweder wird dein Gegenüber auf dich zukommen und dieses Geheimnis, dieses nebulöse Lüften, sich mehr öffnen, oder du wirst tatsächlich sagen, okay, jetzt will ich eigentlich mal wissen, was Sache ist. Ich möchte hier noch etwas klären. Weil diese Situation, wo ich mich jetzt mit dir befinde, die raubt mir einfach den letzten Nerv. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ups, einen kleinen Schluck trinken. So, wir haben hier unten, das bist du. Du siehst die Sache so. Jo, alles klar. Das Kreuz. Also für dich ist klar, das ist dein karmischer Partner. Das ist dein Partner, mit dem du ein Karma zu erfüllen hast. Der gehört zu dir, mit dem bist du verbunden. Also du bist da sehr von dem überzeugt und verstehst deswegen vielleicht auch nicht diese, na, diese Nichtklarheit, diese Geheimnisse, weil für dich ist das ganz klar. Das ist dein Seelenpartner, dein karmischer Partner. Und ich denke mal auch, dieses Karma ist ja auch immer, dass man, naja, man hat hier Lernaufgaben und dir ist wohl, ist klar, dass du Lernaufgaben hast, dein Gegenüber auch. Und wenn man daran arbeitet und gewisse Lernthemen für sich jeder alleine überwältigt hat, bestanden hat, dann kann man auch wieder zusammenkommen. Also auf jeden Fall. Das für dich klar, ob es nun dein Seelenverwandter ist. Auf jeden Fall ist es ein karmischer Partner, der dir eine Menge abverlangt und wahrscheinlich denn du deinem Gegenüber auch. So, was haben wir denn da noch? Genau, hier haben wir das Umfeld an dieser Position. Hier ist eine Person. Karte gefallen. Ja, es scheint da auf jeden Fall noch jemand zu geben. Vielleicht ist dein Partner auch noch, dein Wunschpartner vergeben oder hat jemand, der ihn da sehr beeinflusst. Ja, wenn hier schon eine Personenkarte an dieser Stelle fällt, ist jemand da, der einen von euch doch sehr mit beeinflusst und versucht, sich in diese Beziehung zu mischen. Ich lege da mal gleich eine Klärungskarte aus dem Tarot raus. Oh, die Mäßigkeit, ja. Das ist eine schöne Karte. Mäßigkeit ist Schütze zugehörig. Die Mäßigkeit, eine große Arkana-Karte. Vielleicht wird dein Gegenüber auch hier
zurückgehalten, um noch irgendwas im Gleichgewicht zu halten, oder diese Person halten dein Gegenüber hier auch noch zurück, um, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dein Gegenüber hier doch hin und her gerissen ist und dir von jemand anderem nichts erzählt, der hier irgendwie sehr viel Einfluss auf ihn hat, und aufgrund dessen, dass er so ein Geheimnis darum macht, nicht alles sagt, dass es vielleicht hier doch jemanden gibt. Es muss ja kein Partner sein, aber eine Person, die deinen Wunschpartner doch dahin drängt, doch, ja, sich doch sehr zurückzuhalten und alles auch in dem Ausgleich. Also das ist so eine Karte für mich, dass man hier was in den Ausgleich beibehalten möchte. Und diese Person wird dafür doch, hat ein starkes Interesse, dass dein Wunschpartner hier was nicht aufgibt. So sehe ich das. Dann haben wir die 9. Karte. Die 9. Steht für die Befürchtung und Erwartung. Also hier ist die Sense gefallen. Ja, ganz klar, man hat Angst, wieder verletzt zu werden. Die Sense steht für Verletzung, fürs Plötzliche auch, aber ich denke mir, wir haben ja die Position mit den Wünschen und Befürchtungen, und die Befürchtung hier, dass einer von euch hier tatsächlich Angst hat, verletzt zu werden, kann ja auch für dein Gegenüber stehen, dass er hier irgendwas nicht offen ist zu dir, oder es steht tatsächlich für dich, dass du Angst hast, dass dein Gegenüber sich wieder, ja, dass es wieder zu diesen Seelenschmerzen kommt, wie in der Vergangenheit vielleicht schon mal, was zu diesen Zweifeln hier auch geführt haben, durch diese Geheimnisse. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für euch beide gilt, dass man hier wirklich Angst hat, dass es wieder zu einem Drama kommt und zu Verletzungen kommt, und dass man dann vielleicht doch eher Abstand voneinander behält, aus diesem Grund. Also wenn ihr keinen Kontakt habt oder ganz wenig, dann liegt es wirklich daran, dass man Angst hat, sich hier zu öffnen und was hinterm Berg er hält, ein Geheimnis draus macht, weil man wirklich Angst hat, verletzt zu werden. Jo, ich denke, da muss ich auch keine Klärungskarte mehr rauflegen, weil das ist für mich irgendwie doch sehr schlüssig. So, jetzt haben wir die letzte Karte. Wie geht denn die ganze Sache aus? Der langfristige Ausblick. Wie wird es zukünftig langfristig sein? Okay. Ja, das ist ja eine schöne Karte. Das sind die Blumen. Das steht für die Einladung, für die schönen Verabredungen. Also das ist eine sehr positive Karte. Steht auch für den Frühling. Das wäre ja dann erst im nächsten Jahr, weil ich denke mal, das ist hier kurzfristig, hatten wir ja hier gelegt, im Sommer zu einer positiven Entscheidung für euch kommt, und dass ihr tatsächlich, oh, jetzt klebe ich hier an diesen Karten so fest, dass man hier diese Verletzung, dass man diese Angst überwindet, verletzt zu werden, und dass es dann wirklich zu schönen Treffen, Begegnungen auf jeden Fall langfristig kommen wird. Ich denke, dass einer von euch den Mut hatte, auf den anderen zuzugehen, und dass man sich hier auch öffnen kann und über dieses nebulöse Geheimnisse, wo man auch sich emotional Sorgen macht, Entschuldigung, dass man sich da öffnen kann und seine Ängste hier und die Angst vor den Verletzungen hier, dass man da trotzdem aufeinander zugeht. Und das ist ja sehr positiv, die Karte da, dass es hier zu Treffen, Verabredungen kommen, zu Geschenken auch, und dass man, es steht ja auch für diesen Umgang, für diesen wirklich schönen Umgang miteinander. Aber da lege ich jetzt auch nochmal eine Klärungskarte drauf. Bitte eine Karte für den langfristigen Ausblick, für die
Zukunft, wie wird es langfristig einmal auf die Blumen gelegt. Da haben wir den Teufel, oh. Und okay, also ich denke mal, ja, der Teufel. Übrigens, wer ist der Steinbock? Und ja, hier, der Teufel ist nicht immer negativ zu sehen, ja. Also natürlich steht der Teufel für Suchtabhängigkeiten, sexuelle Abhängigkeiten auch oder Spielsucht oder alle Art von Süchten. Aber ich habe dir hier auf die Blumen gelegt, zu den wirklich schönen Treffen, zu dem schönen Umgang. Ich gehe wirklich davon aus, dass man hier, weil das eben die Schwerter, eben auch die Kommunikation sind, dass man hier wirklich klar kommuniziert und dass man sich öffnet und ja, dass man auch vielleicht über, vielleicht ist dieses auch, ich klebe hier immer an diesen Karten fest, es ist doch sehr warm heute, vielleicht hat es auch mit diesen Geheimnissen hier zu tun. Vielleicht wird dein Gegenüber dir auch irgendwas erzählen über irgendwelchen Abhängigkeiten, über Süchte, über irgendwas. Es muss ja nichts Dramatisches sein, nur für dein Gegenüber ist das halt dramatisch oder hat er Angst vor, darüber zu reden. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier darüber auch gesprochen wird und dass man jetzt klar drüber spricht und klar einen Neubeginn macht und weil man Dinge hier tatsächlich auch anspricht. Weil die Karte ist wirklich eine sehr schöne Karte, es ist eine sehr positive Energie und in dieser Kombination mit diesen beiden Tarotkarten, also die, das Ass der Schwerter und dem Teufel, gehe ich davon aus, dass man hier über irgendwelche Abhängigkeiten, vielleicht auch von einem Ex-Partner spricht, was einem doch sehr unangenehm ist, aber Ass der Schwerter ist eben die Klarheit für die klare Kommunikation. Und die wird hier auf jeden Fall zukünftig zwischen euch stattfinden. Und du wirst, denke ich mal, etwas über dein Gegenüber erfahren. Was mag auch nicht so schlimm sein. Und ich denke mir, dass du sowieso froh drüber bist, wenn überhaupt was gesprochen wird. Sonst hast du nämlich da auch, ja, irgendwann muss man sich dann auch entscheiden, ob man so eine Situation wie hier mit den Mäusen und den Eulen, dieser Stress, diese Zweifel, die Sorgen, ob man das mitmacht. Und dann ist das durchaus eine sehr positive Entwicklung. Auf jeden Fall kommt hier eine sehr positive Entscheidung und es wird Kommunikation zukünftig auch stattfinden. Und jetzt lege ich noch mal eine Zeitkarte und zwar, so, die habe ich hier. Jetzt packe ich die mal. Ich werde auf diese drei Karten jetzt mal legen, auf die Ast der Schwerter, den Teufel und die Blumen, die wollten ja zusammenfallen. Jetzt muss ich die hier mal. So. Ordnen. Wann wird es denn. Wann ist denn diese Zukunft? Wann wird denn diese schöne Zeit kommen, wo diese klare Kommunikation herrscht? Jetzt haben wir zwei. Okay, die nehmen wir. So, jetzt habe ich einmal Zielbilanz. Sei ganz realistisch. Und Wassermann, gib neue Impulsen, 11 Wochen, 11 Monate. So, Wassermann ist auch die Kommunikation, also für die Klarheit ist ja Luft. Der Wassermann ist manchmal, ist halt nicht im Gefühl, sondern mehr im Intellekt, im Kopf. Das passt auch zu den Schwertern, dass man hier wirkt vielleicht manchmal ein bisschen eiskalt, ist aber doch nicht so gemeint. Aber ja, wenn der Wassermann meint, er müsste jetzt weggehen, dann tut er das einfach. Es ist halt ein Luftzeichen auch. Und dann haben wir die Zielbilanz. Bilanz sei ganz realistisch, das ist hier Stier, auch viertes Haus. Glaube ich jetzt nicht im April, das wäre mir zu weit weg. Aber dass man hier durch aufgrund dieser klaren Kommunikation, was auch immer dabei rauskommt, was da für Abhängigkeiten, Süchte sein mögen, dass du da einfach für dich entscheiden musst, ob du das willst. Ne? Sei da ganz realistisch, ziehe da auch nüchtern Bilanz, also die
Ne, sagte ich ja, der Wassermann ist für dieses Klare im Kopf so auch. Ne? Der entscheidet das und dann ist gut. Und 11 Wochen, 11 Monate. Und ich denke mal, dass es hier darum geht, wenn hier was rauskommt, dass man diese Beziehung auf einer anderen Art und Weise einfach betrachtet, mir gibt neue Impulse, dass man da anders mit umgeht zukünftig. 11 Wochen, 11 Monate, was haben wir denn? Jetzt haben wir Juli, sind 3 Monate, August, September, Oktober. Ja, dass tatsächlich, dass das im Oktober, denn dass es zu dieser richtigen Aussprache kommt oder dass man dann weiß, wo man steht und ja, der Mittwoch. Müsst ihr schauen, ob der Mittwoch für euch ein wichtiger Tag ist. Hier haben wir 11. Ja, 11. Haushalt, Wassermann-Zeitalter, das wäre im Februar. Wie gesagt, das wäre mir zu weit. Ich denke mal im Oktober, vielleicht an einem Mittwoch im Oktober. Behaltet mal diese beiden Karten noch im Kopf, die Zahl 4, der Mittwoch und die 11. Wie auch immer das für euch hinkommen mag. So, meine Lieben, jetzt ist hier alles durcheinander. Okay, ich habe es, denke ich, immer auch alles gesagt jetzt. Wenn ihr damit in Resonanz seid, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Und über Abos und Likes freue ich mich natürlich sehr. Wenn ihr ein persönliches Reading haben möchtet von mir, dann schreibt mich gern an. Dann mache ich einen Termin. Im Moment ist meine Homepage noch im Aufbau, deswegen werde ich euch die Mail beantworten. Das wird nachher später auch anders werden. Aber ich melde mich kurzfristig bei euch, wenn ihr eure Situation für euch persönlich geklärt haben wollt. So, meine Lieben, das war's für heute für dieses Wunschpartner-Orakel, was etwas anders war heute. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, kommentiert das bitte. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens zu euren Sternzeichen-Orakel im August wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Löwenherz.